können Sie diese Kuchenform auf eine Platte stürzen, das Blech wegnehmen, das die Folie abziehen, dann hat es eine Form wie ein Kuchen. Und darauf kann man dann zum Beispiel mit Früchten alles schön arrangieren, ne? Und dann die Früchte einfach püriert oben drüber geben. Nochmal über die ganzen Früchte hat man eine schöne Fruchtsoße. Und dann mit Blüten und Blumen dekoriert. Das ist ein ganz, ganz toller Kuchen. Schmeckt lecker. Und man packt wirklich nicht mehr wie ein Stück. Und wenn Sie den irgendwo mit hinschleppen, auf eine Geburtstagsparty oder irgend sowas. Also ich habe das gemacht bei Leuten, die hatten so ein Mühlenfest. Und die hatten da was, irgendwas mit Schwein und gebraten und keine Ahnung und Torten und alles Mögliche. Und ich habe einen Rohkostkuchen hingestellt und habe einen Leder gemacht. Das ist so wie diese kleinen, sind ja in Wirklichkeit so groß wie so ein Teil aus dem Excalibur, ne? Und wenn man die jetzt füllt mit frischen Früchten und einer Creme aus Mandelmus und legt es irgendwie so attraktiv zusammen, macht vielleicht so zwei Ledern, zwei verschiedene Farben, da kann man richtige Börsen bauen oder so Taschen oder so ein Füllhorn. Das sieht richtig spannend aus, ja? Und kann das halt entsprechend dekorieren und das dann füllen und hinstellen. Und ich sage Ihnen, die Sachen, die waren ganz schnell weg, weil die standen alle da. Wow, was ist denn das? Oh, wie schmeckt denn das? Ja, weil die kleinsten Mengen schon diesen, ja, wie soll ich denn sagen, hochkonzentrierten Geschmack haben. Ihr habt es ja schon ein bisschen erlebt jetzt, ne? Was man da machen kann. Und da kommen sogar die Kinder und sogar die Jugendlichen. Ich habe einen Sohn, der ist 18. Der hat von mir alles gelernt, von klein auf. Auch so die spirituelle Seite im Leben. Er ist auch schon mit dem Tensor im Garten rum und macht und tut. Ja, das hat er gelebt. Jetzt ist er ein Heavy Metaler, hat so lange Haare, spielt Gitarre und will die dunkle Seite des Lebens kennenlernen. Das muss auch sein. Er sagt, Mama, du hast das auch mal gemacht. Das brauche ich jetzt auch. Ich werde mich dem nicht in den Weg stellen. Er muss seine Erfahrungen machen. Aber wenn der irgendwas hat, Verdauungsstörungen, egal was, ja, eine Heilerde trinken. Terra Natura oder Schindelsmineralien oder Clay Earth Essence, was gibt es denn da noch alles? Erden halt gesunde, wie? Emma Kunz. Und die kenne ich jetzt nicht, aber es ist dann bestimmt auch eine gute Erde, ne? Und mit Wasser anrühren, einen Löffel Erde über Nacht in Wasser stehen lassen, dass sich die absetzen, sie so ein milchiges Wasser haben. Und dann kann man das tagsüber trinken. Das ist auch gut für eine Umstellung, wenn jemand auf eine gesunde Lebensweise umstellt, weil das bindet die kompletten Giftstoffe im Darm. Oder Sie haben einen Blähbauch jetzt. Ich war auf einer spirituellen Kunstmesse in Zofingen mit ein paar Künstlern, die auch hier sind, weil ich male auch. Ich habe da auch ausgestellt, bin aber jetzt mit Rohkost hier. Und da war eine Künstlerin, die hat einen Auftritt gehabt, die haben Indianermusik gemacht. Und da gab es ayurvedisches gekochtes Essen mit Kohl gekochten. Und die haben ja bei diesen indianischen Instrumenten überall die Mikrofone in allen Höhen. Ne? Und sie musste so einen ganz speziellen Gesang machen. Und das war also unmöglich, mit diesen Blähungen, die sie bekam, auf die Bühne zu gehen. Und dann habe ich ihren Erdetrink gemacht. Und es hat keine Viertelstunde gedauert. Dann war das weg und die Frau konnte singen. Und es ist gar nichts passiert. Also wenn Sie irgendwas Spezielles vorhaben, wo es nicht krachen darf und nichts passieren darf, ja. Und dann trinken Sie eine Heilerde, das ist immer gut. Oder wenn Sie irgendwo essen müssen, wo Sie keine Chance haben, das wirklich abzuschätzen, was da drin ist. Ich meine, man kann ja vegan, klar. Und, ne? Entweder lässt man es dann sein, da müssen keine Tiere drin sein oder so. Ne? Und auch nichts Gekochtes, aber man weiß ja nicht, was so ein bisschen. Und dann ist eine Heilerde immer da, um irgendwelchen Störungen vorzubeugen. Also bei jeder Umstellung, ich nehme immer Erden für die Leute. Entweder vorher oder hinterher oder einfach, wie es passt. Oder auch so bei Fastenkuren eine Erde trinken zwischendurch. Also sie brauchen die Elemente beim Fasten, ja? Das Feuer, Sonnenlicht, da am besten fasten, wann die Sonne scheint. Die ernährt ja alleine schon, braucht man ja gar nichts, ist mal fröhlich. Dann grün gucken, draußen, Garten, Blumen, ja, über die Augen aufnehmen. Das wirkt gut. Dann die Farben halt, dann die Elemente des Lebens, die Erde. Da marschieren wir draußen rum oder ein Erdetrink. Der ist auch halt gut für den Dünndarm vor allem. Was glauben Sie, wie viele Menschen kaum noch gescheitert, also schöne, die sehen ja aus wie diese Filigranen im Meer da, die Dünndarmzotten. So. Und darüber nehmen wir ja unsere ganzen Vitalstoffe auf, damit der Körper das alles auch bekommt. Und ich habe bei Dr. Young auf den Fotos gesehen, bei den Untersuchungen, da hatten Leute keine Dünndarm, die waren runter. Die Zotten waren runter, bis auf, waren fast Glatzköpfe. Also da, die waren richtig runter, verätzt.
Und die Leute konnten Vitamine schlucken ohne Ende. Der Körper kann das gar nicht mehr aufnehmen, weil da ist ja nichts mehr da, wo das richtig resorbiert wird. Und mit einer veganen Rohkost im basischen Bereich langsam umgestellt und ab und zu ein Erdetrink, baut sich der wieder auf. Dann haben sie irgendwann wieder ihre. Und das funktioniert alles. Mit Moor habe ich noch nicht probiert, aber ich lerne immer gern dazu. Trinkmoor. Okay. Und es schmeckt? Die Erden. Ich habe jetzt nichts dabei. Gut, ich habe einen kleinen Beutel dabei für die Notfälle. Also wenn Sie irgendwie einen Notfall haben oder auch mal probieren möchten, da kann ich Ihnen am Stand auch gerne Erde anrühren, mal zum Testen. Ich habe so eine Mischung aus Schindelis und Terra Natura dabei. Man kann jede andere Heilerde nehmen. Von Dr. Young von Innerlight gibt es eine Erde. Habe ich da was dabei? Ich muss gerade mal schauen. Nee, die habe ich am Stand. Ja? Die das nicht vertragen. Das ist vielleicht zu grob. Entweder, dass man eine. Nur das oben trinken, genau, und nicht so hoch dosieren, ja. Das habe ich ja gerade erklärt. Ja. Das setzt sich ab. Deswegen kann man immer wieder nachgießen, das hält auch lange. Sie brauchen auch gar nicht so viel Erde, weil das, was unten sitzt, kann man ja immer wieder auffüllen. Dann so ein paar Tage geht es. Ne? Und wenn er halt direkt die Erde trinkt, und das ist halt schon erdig, sandig so. Ja, und ausreichend Wasser ist halt ganz wichtig, auch beim Fasten dann, weil die ganzen Schlacken, die gelöst werden, die wollen ja alle wieder raus. Hat jemand eine Uhrzeit? Sind Sie schon für den nächsten Vortrag da? Haben Sie noch Fragen? Keiner hat Fragen? Einmal komplett umzustellen? Also die Rohkost ist ja eigentlich schon fertig. Ich mache diese ganz tollen Sachen immer nur für meine Kurse und für die Ausbildungen und für die Messen. Und so ab und zu mal auch für zu Hause, weil ich esse ziemlich einfach. Ein paar Sprossen, ein paar Keimlinge, ein bisschen zusammengeschnippeltes Rohzeug, eigentlich das meiste direkt aus dem Garten. Aber wenn ich halt mit Leuten in der Gesundheitspraxis arbeite, denen kann ich so gar nicht kommen. Die wollen auch, viele Leute wollen auch Gourmetküche. Die sagen, was tust denn du dir an, ja? Du hast ja gar keine Freude mehr am Leben. So viel Freude hatte ich noch nie in meinem Leben wie jetzt, wo ich so lebe, ja. Das war vorher eher. Ne? Nicht im basischen Bereich und so. Und man braucht nicht viel Zeit. Vor allem, ich mache mir morgens einen Smoothie. Das schmeiße ich dann morgens, ist dann so zwischen 12 und 1. Also ich stehe sehr früh auf, aber ich esse nie morgens. Da gehe ich dann so an meine Arbeit und irgendwann mittags zwischen 1 und 2 oder manchmal auch erst gegen 5, wenn mein Sohn heimkommt, dann denke ich dann dran, was zu essen. Aber ich trinke den ganzen Tag Grünzeug. Und so 1 Liter Grünzeug mit einem Löffel, das hat eine Energie wie so 2, 3 Pfund organisches, frisches Bio-Gemüse, Kräuter, Gräser. Wenn es im Frühling gehe ich halt draußen und hole mir das von draußen. Aber im Winter, da ist nicht so prickelnd. Da kann man das so trinken. Ja, und ich esse auch meistens nur einmal am Tag oder zweimal. Aber Sie müssen das also nicht so machen. Ich mache das halt schon extrem lange und aber ja, so zwischen 2 und 5 Mahlzeiten oder wie Sie Lust haben. Also ich würde einfach da essen, wie ich Lust habe und das, auf was ich Lust habe. Einfach mal lernen, auf den Körper zu hören. Und die Zubereitung, also die Smoothies, das geht schnell. Alles in den Mixer, draufdrücken, fertig, trinken. Innerlight geht total schnell. Wenn Sie sich Pürees machen, mit Avocado als Grundlage oder Mandelmus, können Sie jedes Gemüse zu einer Delikatesse zusammenmixen. So als Fruchtpüree. Ich würde zum Würzen von Salat, wenn da was dran kommt, würde ich immer grundsätzlich nur Zitrone nehmen. Kein Essig. Wirklich kein Essig verwenden. Kein Kochsalz.
Wenn überhaupt Salz, müsste eigentlich gar nicht sein. Also ich habe in meinen ganzen Sachen gar nichts drin, so in der Richtung, ne? Das ist alles pur, aber weil das so konzentriert ist, schmeckt es halt so intensiv. Sie können später die Cracker probieren. Also die sind auch pur. Und da ist der Aufwand nicht groß. 5 Minuten, 10 Minuten teilweise. Ja. Aber so die Bällchen, für die Bällchen brauchen Sie einen guten, starken Mixer. Wenn Sie nur wenige machen, das ist, was halt Zeit ist, nimmt, das ist die Herstellung und das Formen. Aber Sie können auch, was ganz einfach wäre, jetzt eine Wurst, das ist ein blöder Ausdruck, da könnte man mal einen neuen Ausdruck erfinden. Also so ein langes Teil bauen, rund oder eckig oder wie auch immer. Oder man könnte das auch in eine Kuchenform reinpressen, ne? So diese Kastenformen oder sowas und dann einfach dünne Scheiben schneiden. Mit einem nassen Messer, sonst pappt das alles so zusammen. Und dann haben Sie Scheiben oder Sie machen so eine kleine, wie so eine Stange. Sie bauen sich eine Stange. Eine Stange aus diesen Nüssen und alles. Genau, und machen dann so kleine Stücke. Dann hat man Taler. Und wenn Sie irgendwas haben wie ein Stempel mit einem Muster, können Sie sich sogar ein Muster draufpressen. Dann haben Sie richtige Taler. Sieht toll aus für Kinder. Das wäre was, der Taler-Snack. Also das geht schnell, Zubereitung Viertelstunde. Mahlen, zusammenschmeißen, kneten, Taler machen, Stange machen. Und dann passt es. Oder aber die Sachen zum Trocknen, die gehen auch relativ schnell. Zum Beispiel die Fruchtleder, ja. Sie nehmen entweder nur Himbeeren oder nur Brombeeren oder Heidelbeeren, Johannisbeeren. Sie können nehmen, was Sie wollen eigentlich an Beeren. Oder auch Paprika oder Tomaten. Habe ich auch so Tomatenleder am Stand. Die werden einfach gemoost, ohne alles dünn ausgestrichen und dann so 12, 14, 18 Stunden, je nachdem, was Sie da reintun, getrocknet. Und dann wird es ganz flach und bleibt ganz wenig übrig. 1 Kilo Himbeeren, 1 Liter. Aber dafür haben Sie so viel Himbeerpower, wie das nicht, also es wird nicht so intensiv schmecken, wenn man das so einzeln essen würde. Aber frisch aus dem Garten sind die natürlich auch super. Excalibur zum Beispiel. Den gibt es noch nicht lange in Deutschland, den gibt es aus Amerika. Und der Excalibur, ich versuche es mal zusammenzukriegen. Ich glaube, der kleine mit den 5 Schüben 299 und der mit den 9 Schüben 379 Euro. Ist eine gute Anschaffung, wenn man halt oft so Trockensachen macht. Wenn Sie sich jetzt das Brotessen abgewöhnen, dann ist das natürlich toll. Können Sie Ihr ganzes Rohkostbrot selber machen. Da muss nicht mal was drauf, weil das schmeckt schon nach dem, was Sie reintun. Sie müssen nachher mal Cracker und Brot probieren kommen. Also das ist wirklich super lecker. Sie können aus angekeimten Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen, Sesamkernen und alles und mit bisschen Leinsamen, damit es pappt, ja. Können Sie auch so ausbreiten im Trockner, noch vielleicht noch Tomate reintun, Karotte zwecks dem Geschmack, Petersilie, keine Ahnung, was Ihnen an Kräutern gefällt, Wildkräuter und einfach trocknen lassen. Das gibt sehr krosse Brote und vor allem, weil das alles angekeimt ist, ist da extrem viel an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, ja, das ist alles drin. Da sind Sie von so einem Cracker echt befriedigt, total satt. Ja, und so können Sie Voraussetzungen für Gesundheit schaffen. Ja.